Weißt du was? Du kannst ihn haben. Ich bin dieses ewige Hin und Her satt. So satt! Du bist weg hier, und zwar schnell. So. Du kannst so nicht mit ihr umgehen, sie ist schwanger. Ich halte es nun mal für höchst unwahrscheinlich, dass ich der Vater ihres Kindes bin. Du spinnst, die Frau liebt dich. Ich habe nur keine Lust, mich belügen zu lassen. Lixi. Veronika, warte, Lixi? Ich würde mich so gern für die beiden von ganzem Herzen freuen, aber es geht einfach nicht. Samia, das wäre viel zu viel verlangt. Hey, deswegen musst du kein schlechtes Gewissen haben. Du hast deinen Wagen manipuliert. Ich halte es für das Beste, wenn Herr Saalfeld möglichst bald das Zeitliche segnet. Total übergeschnappt. Was regst du dich eigentlich so auf? Du willst doch Werner die ganze Zeit aus dem Weg haben. Ich würde doch nie zu solchen Mitteln greifen. Wenn du ein Omelett backen willst, musst du Eier zerschlagen. Und wenn die Bremsen seines Autos versagen... Dann ist das Mord. Dann ist das ein tragischer Unfall, den wir alle zutiefst bedauern werden. Mehr nicht. Du bist... Deine Frau, die dich über alles liebt. Und die alles für dich tun würde. Mit solchen Aktionen hilfst du mir nicht. Ich kann's auch nicht mehr hören, dein ganzes Gerede von wegen Rache an deinem Bruder und dass der Fürstenhof bald uns gehört. Wir waren uns einig, dass wir unser Ziel nur längerfristig erreichen können. Ja, bloß leider verlierst du das Ziel immer mehr aus den Augen. Keinesfalls. Ja? Seit Monaten warte ich darauf, dass irgendwas passiert. Aber außer, dass du mit der alten Saalfeld possierst, geschieht ja nichts. Das heißt nicht, dass du nachhelfen musst. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Reicht es nicht, dass du schon mal jemanden umgebracht hast? Hey! Hallo. Willst du umziehen? Nein, ich räume nur das kleine Zimmer aus. Aha. Ich dachte, wir können schon mal damit anfangen, das Kinderzimmer einzurichten. Du weißt schon, wie lange so eine Schwangerschaft dauert, oder? Schwangerschaft? Was? Gregor, ich bin noch erst in der sechsten Woche. Meinst du nicht, wir haben noch ein bisschen Zeit mit dem Kinderzimmer? Ist mir schon klar, dass wir noch viel Zeit haben, aber... Aber? Das ist so fantastisch, Jana, dass ich Vater werde. Ich kann das noch gar nicht richtig glauben. Und deshalb... Willst du jeden Moment auskosten? Jede Sekunde? Ja. Von Anfang an. Also, in welchen Farben streichen wir die Wände? Ich finde ja deine Vorfreude total schön, aber ich finde, wir sollten nichts überstürzen. Und die Wiege baue ich natürlich auch selber, ist ja klar. Gregor. Und ein Schaukelpferd. Gregor. Hm? Wollen wir uns nicht erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass ich schwanger bin? Das ist doch alles noch so neu. Okay. Hast ja recht. Mit dem Kinderzimmer können wir noch ein bisschen warten. Danke. Wir machen einen Schritt nach dem anderen. Und der nächste wäre, dass wir zusammenziehen. Ist das dein Ernst? Ja klar, hör mal. Wir werden Eltern, wir lieben uns, brauchst du noch mehr Gründe? Jana Schneider, ich frage dich, willst du mit mir zusammenziehen? Mit mir kochen und putzen, Wäsche waschen und aufräumen, in guten wie in schlechten Tagen? Ja, ich will. Das kannst du dir sparen. Die Bremsen sind in Ordnung. Warum hast du dann gesagt, du hast sie manipuliert? Es war ein Test. Wofür? Um zu sehen, wie ernst du es mit deiner Rache an Werner wirklich meinst. Und jetzt weiß ich auch, woran ich bin. Du glaubst doch nicht im Ernst, ich würde einem Mord zustimmen. Ach, dann spiel dir doch nicht den Moralapostel. Darum geht's dir doch gar nicht. Worum denn? Um Charlotte. Und darum, dass sie dir wichtiger ist als ich. Ach, Quatsch! Ja? Ich hab dich durchschaut, mein Lieber. Du hast doch nur Angst, dass du mit dir Ärger kriegst, wenn Werner was zustößt. Wenn du wenigstens den Anstand hättest, das zuzugeben. Charlotte hat mir gesagt, dass sie sich von mir trennt, wenn Werner durch mein Verschulden was passiert. Und warum hast du mir das nicht erzählt? Das wollte ich doch. Aha.
Früher haben wir immer gemeinsam über alles geredet, aber heute hältst du es nicht mehr für nötig, ja? An unserem Plan, den Fürstenhof zu bekommen, hat sich nichts geändert. Ich kann doch keinen Streit mit Charlotte riskieren. Du solltest mal über deine Taktik nachdenken. Mein ach so toller Plan tritt nämlich seit Wochen auf der Stelle. Hab noch ein bisschen Geduld. Oh, das kann ich nicht mehr hören. Hab Vertrauen. Weißt du, wie schwer das ist? Ich habe nämlich das Gefühl, dass Charlotte dir wirklich was bedeutet. Ist doch Quatsch. Ich lieb doch nur dich. Das hoffe ich. Sonst kann ich für nichts garantieren. Du weißt ja, wie gut ich mich mit Autos auskenne. Also unter der Adresse bin ich dann ab jetzt zu erreichen. Ja. Aha. Ja, dann alles Gute zur neuen Wohnung. Danke. Sie ziehen um? Ja. Gregor hat mich gefragt, ob ich bei ihm einziehen möchte. Dann stimmt es also doch, dass er... Ja. Gregor ist der Vater meines Kindes. Daran gab es nie einen Zweifel. Danke übrigens, dass Sie sich bei Gregor so für mich eingesetzt haben. Das war doch selbstverständlich. Ich rechne Ihnen das hoch an. Ich meine, es ist sicher nicht einfach für Sie, dass er und ich jetzt eine Familie gründen. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Das ist für mich abgehakt. Und das Baby ist auch kein Problem für Sie? Gut. Ich freue mich nämlich wahnsinnig auf das Kind und Gregor auch. Der ist total aus dem Häuschen. Ja. Alfons, gut, dass Sie kommen. Wir müssen über das geplante Golfturnier sprechen. Der Brief ist gerade von einem Boten abgegeben worden. Naja. Und von wem? Von Herrn Kaufmann. Ach, vom Präsidenten vom Golfclub. Ja, der gestern so vorzeitig abgereist ist. Was will der denn jetzt noch? Sind wir zu der Auffassung gelangt, dass es unseren Mitgliedern gegenüber nicht zu vertreten ist, das Golfturnier in einem Hotel abzuhalten, in dem der Inhaber glaubt, von seinem Koch vergiftet zu werden? Ich hätte ihn gleich rausschmeißen sollen. Wen? André! Von Anfang an! Wäre uns viel Ärger erspart geblieben. Ich würde ihn jetzt auch sofort am liebsten vor die Tür setzen, aber mir sind die Hände leider gebunden. Wieso? Charlotte hat Samir auf ihre Seite gezogen und somit seine Kündigung verhindert. Herr Direktor, ist ein offenes Wort erlaubt? Ja, bitte. Sie bekriegen sich jetzt mit Ihrem Bruder, seit er hier ist. Und was hat es Ihnen gebracht? Nichts. Ich meine, wäre es nicht vielleicht besser für alle Beteiligten, wenn Sie beide einen Schritt aufeinander zugehen? Fangen Sie, Herr Fried, die Hölle zu, dass sich André mit mir versöhnt. Also Charlotte hat ihm geraten, das Kriegsbeil zu begraben. Ach, das wird er nicht. Kenne ihn. Obwohl, ich war vorhin in der Küche, um zu sagen, dass seine Einschüchterungstaktik bei mir keinen Erfolg haben wird. Ja und? Er ist ja ganz ruhig geblieben. Keine Provokation, nichts. Und es ist ihm bestimmt nicht leicht gefallen. Ach, trau dem Frieden nicht. Der Wolf wird nicht gleich zum Schaf, nur weil er Kreide frisst. Also ich weiß von Charlotte, dass er vor Wut ein Glas kaputt gemacht hat, sich an den Scherben geschnitten hat. Ich meine, das heißt ja vielleicht, dass er sich ihr zuliebe zusammenreißt. Das wäre doch ein Anfang, oder? Also meinen Sie... Wenn er über seinen Schatten springen kann, dann können Sie das erst recht. Ich dachte wirklich, wir wären auf einer Wellenlänge gewesen. Und dann steht sie plötzlich auf und geht. Hast du was Falsches gesagt? Doch. Ja, hätte doch sein können. Du kennst mich doch. Ja, deshalb sage ich das. Hey. Nein, vergiss diese Veronika. Ich meine, wenn die so drauf ist, dann hätte es eh nichts gebraucht. Dein Glück möchte ich haben. Ich meine, du bist glücklich mit Jana. Oder traust du immer noch Samir nach? Das mit Samir war schon was Besonderes. Aber, hallo. Das ist vorbei. Ich bin jetzt mit Jana zusammen und Jana ist schwanger. Und du weißt nicht, wer der Vater ist. Oder? Nein. Der Laborbefund ist da. Du bist tatsächlich der Vater? Yes. Du bist der Vater? Hey! Mein Gott, wie fühlt man sich so?
Super, das ist Wahnsinn. Gott, du hast mehr Glück als Verstand. Ja. Obwohl ich gar nicht sicher bin, ob es gut ist, dass du dich fortpflanzt. Hey. Davon hätte ich niemals zu träumen gewagt, Felix. Das ist, ich kann das sogar nicht richtig fassen. Ja, und jetzt habe ich noch einen weniger, mit dem ich abends um die Häuser ziehen kann, weil du vor dem Bettchen sitzt und Schlaflieder singst. Quatsch, mein Kind wird das bravste und unkomplizierteste, das du je gesehen hast. Ja? Ich meine, bei dem Vater. Also. Oh, hoffentlich kommt es nach der Mutter. Gregor ist tatsächlich der Vater von Janas Baby. Und jetzt ziehen sie auch noch zusammen. Wieso tut denn das immer noch so weh? Hoffentlich merkt Simon nicht, wie sehr mir das noch zu schaffen macht. Am liebsten würde ich einfach ein paar Tage Urlaub nehmen. Einfach wegfahren, damit ich Gregor und Jana eine Weile nicht sehe. Wegfahren ist eine gute Idee. Aber mit Simon. Ich muss mich jetzt auf meine eigene Beziehung konzentrieren. Und zwar ganz und gar. Ich will, dass es Simon gut geht. Er gibt mir alles, was ich brauche. Und ich bin glücklich mit ihm. Anders als mit Gregor, aber trotzdem sehr glücklich. Und dieses Glück, das muss man festhalten. Ein entspannter Abend für Sie. Ist nicht viel los im Restaurant. Konopka hat sogar mir freigegeben. Na dann, schönen Feierabend. Danke, werde ich haben. Ach, übrigens, ich soll Ihnen ganz liebe Grüße von Elisabeth ausrichten. Ach, danke. Hat sie geschrieben? Nein, wir haben telefoniert. Wie geht's ihr denn? Ja, so lala. Ist was Gesundheitliches? Nein, sie hat mal wieder Ärger mit den Behörden in Tansania. Wieso? Ach, zuerst haben sie ihrem Bauvorhaben für eine neue Schule zugestimmt und jetzt auf einmal wieder abgesagt. Ach, das ist aber ärgerlich. Da will jemand helfen und dann lässt man ihn nicht. Aber wie ich Elisabeth kenne, setzt die sich da schon durch. Also, grüßen Sie sie herzlich, wenn Sie wieder mit ihr sprechen. Mach ich. Elisabeth, ist das seine Freundin? Die Freundin. Das finde ich jetzt wirklich nicht lustig. Aber ich? Elisabeth ist meine Freundin und seine Mutter. Und die wohnt in Afrika? Ja, die leitet dort ein Entwicklungshilfeprojekt. Genau richtig. Das Essen ist gerade fertig. Hast du gekocht? Extra für dich. Gibt es irgendeinen bestimmten Anlass? Ja. Okay, schuldig. Im Sinne der Anklage. Keine Sorge. Ich wollte dir nur sagen, wie schön es ist, dass es dich gibt. Und für welchen Anlass ist der? Ich wollte nur sagen, wie schön es ist, dass es dich gibt. Auch wenn wir unsere Reibereien haben, ich finde, eigentlich schlagen wir uns ganz gut. Oder? Stimmt. Hast du schon gehört, dass Jana Schneider bei Gregor einzieht? Ich habe sie in der Lobby gesehen. Die werden jetzt eine richtig kleine Familie. Weißt du was? Hm? Lass uns heute Abend nicht darüber reden, ja? Okay. Dann reden wir über unsere Familie. Unsere? Ja? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Du und ich, unsere 5 Kinder, auf unserer Terrasse vor unserem Haus. Und wo steht das Haus? Am Meer.
schauen in den Sonnenuntergang. Eine schöne Vorstellung, aber... Aber was? Aber über die Anzahl der Kinder müssten wir noch mal reden. Okay. Wo ist denn dieser Ring? Dass du gleich kommen konntest. Warum wolltest du mich unbedingt sehen? Kannst du dir das nicht denken? Ist dir wieder eine neue Ausrede eingefallen, warum Charlotte dich wegen Werner unter Druck setzt? Ich weiß, es war unverzeihlich von mir, nicht mit dir darüber zu reden. Allerdings. Und noch unverzeihlicher ist es, dass ich dich die ganze Zeit vernachlässigt habe. Jetzt geht die Leier wieder los, hm? Es musste sein, es war Teil des Plans. Weißt du, ich kann das nicht mehr hören. Aber es ist doch wirklich... Du lässt mich doch einfach nur hängen. Ich hab das alles so satt. Ich bitte dich aufrichtig um Verzeihung. Und damit ist alles vergeben und vergessen? Ich liebe dich. Und ich möchte, dass dieser Abend nur uns gehört. Du machst es dir sehr einfach. Ich weiß, dass unsere Ehe nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast. Sie verdient nicht mal das Wort Ehe. Ich verspreche dir, sobald das alles überstanden ist, heiraten wir noch einmal richtig. Mit einem ganz großen Fest. Mit allem drum und dran. So wie du es dir immer gewünscht hast. Du trägst ja den Ring. Ich würde ihn am liebsten gar nicht mehr abnehmen. André, bist du da? Gut, versteck dich! Okay. Warte! Eine Minute! Kommst du noch mit mir ins Dorf was trinken? Oh, am Ende läuft der Tussi von gestern wieder über den Weg. Du warst echt überzeugend als schwuler Freund. Hör bloß auf damit. Wenn der Tarasch das erfährt, dann bin ich geliefert. Sag mal, kennst du eigentlich seine Mutter? Wie kommst du denn jetzt auf die? Du, das ist eine ganz interessante Frau. Die baut Schulen in Afrika. Oh, andere bauen Mist am Fürstenhof. Schwachkopf. Du, die hat irgendwie Ärger mit den Behörden in Tansania, habe ich gehört. Was juckt dich das? Du, der versteht sich total gut mit seiner Mutter. Und wenn die jetzt Schwierigkeiten hat, dann will er womöglich nach Afrika reisen, um ihr zu helfen. Und? Hier. Hier drin ist ein Artikel, wo steht, dass neulich schon wieder Entwicklungshelfer entführt wurden. In manchen Teilen der Erde ist das normal. Da ist es an der Tagesordnung. Eben, darum geht's doch. Hast du jetzt Angst, dass deine Mutter entführt wird? Doch nicht sie, sondern er. Es steht doch nicht einmal fest, dass er überhaupt fährt. Ja, und was, wenn es dann so ist? Dann können wir auch nichts dagegen machen. Oder glaubst du, es würde ihm helfen, wenn ich dann wieder seinen schwulen Freund spiele? Entschuldige, ich weiß, du wolltest dich schon hinlegen. Kein Problem. Setz dich. Was hast du auf dem Herzen? Du weißt, meine Schwester Elisabeth arbeitet in Afrika. Und jetzt hat sie massive Probleme mit ihrem Projekt. Wie es aussieht, muss ich ihr helfen. Aber was kannst du von hier aus tun? Ja, nichts. Deshalb werde ich hinfliegen. Wann? So schnell wie möglich.
paar Tage ohne dich. Ich mag gar nicht dran denken. Ich vermisse dich schon jetzt. Am liebsten würde ich dich mitnehmen. Ach, das wäre schön. Aber so kurzfristig bekomme ich keinen Urlaub. Warum eigentlich nicht? Ich gebe dir frei. Wozu bin ich deine Chefin? Ist das dein Ernst? Morgen früh buche ich gleich 2 Flüge. Ich freue mich darauf, dir meine zweite Heimat zu zeigen. Es wird dir dort sehr gut gefallen. Ich habe noch was vorzubereiten. Telefonieren wir nachher noch mal? Mhm. Ich warne dich. Mit deinem Charlottchen fährst du nirgendwo hin. Und, hast du alles im Schrank unterbekommen? Mhm. Bin ich froh, dass wir nicht verheiratet sind. Deine Bettwäsche wäre ein echter Scheidungsgrund. Okay, kein Problem. Was ist auf deiner drauf? Blümchen, Bärchen. Schön, das passt zu dir. Du, gell? Aber die Möbel können so bleiben, oder? Ja, keine Angst. Alles wunderbar. Na gut, eine Frau mit Geschmack. Aber eins fehlt noch. Hm? Ein Entsafter. Tja, kein Problem. Von mir aus kannst du auch eine Yogamatte haben und einen Sitzball und was immer du willst. Ja, ich will einfach von Anfang an alles richtig machen. Zweifel? Angst? Unsicherheit? Da habe ich was für Sie. Da bin ich ja mal gespannt. Ui. Für mich. Das beschreibt die Entwicklung des Babys im Mutterleib. Danke. Tolle Bilder. Ich dachte, wir warten mit den Sachen fürs Kinderzimmer noch. Ja, aber da konnte ich nicht widerstehen. Außerdem ist das schon vor der Geburt gut. Wofür? Frühkindliche Musikerziehung. Weiter. Ich habe nur schlecht geträumt. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Seifert. Dürfte ich mal bitte kurz an den Computer? Ich muss 2 Flüge buchen. Mhm. Danke.
Sie fahren in Urlaub? So würde ich das nicht nennen. Ich habe einiges in Afrika zu erledigen. Ich sehe, hat Herr Konopka Urlaub beantragt. Ja. Und André begleitet mich. Ein paar freie Tage werden ihm gut tun. Ganz bestimmt. Die Frage ist nur, ob Sie dem Fürstenhof auch gut tun werden. Wie meinen Sie das? Sie wissen doch, dass ich mal mit einem bekannten Golfspieler zusammen war. Ja, und aus dieser Zeit habe ich immer noch sehr gute Kontakte zur Presse. Ja, und? Zufällig weiß ich, dass ein renommiertes Gourmet-Magazin eine Serie über Restaurants in dieser Gegend plant. Und? Ja. Ein Journalist wird demnächst hier auftauchen. Man weiß bloß noch nicht genau, wann. Ja, ich verstehe nicht, wo das Problem sein soll. Ich denke, es wäre von Vorteil, wenn der Chefkoch vor Ort wäre. Das Küchenpersonal ist durchaus in der Lage, die Gerichte nach Andres Rezepten zuzubereiten. Ja, sicher. Ich wollte es auch nur gesagt haben. Letztlich müssen Sie entscheiden, ob wir es riskieren können, einen Stern zu verlieren. Ja, dann lasse ich Sie mal weiterarbeiten. Und als ich dann die leere Wiege gesehen habe, bin ich plötzlich wieder wach geworden. Furchtbarer Traum. Wenn es überhaupt einer war, bin ich wieder einer dieser Vorahnungen. Ich habe so gehofft, dass das endlich aufhört. Ich glaub's gar nicht, wie sehr mich das quält, jedes Mal. Du hast Lars Tod vorausgeahnt und den Tod meines Vaters. Wirst du Frau Schneider von dem Traum erzählen? Nein, sie hat sich so sehr aufs Baby gefreut, ich will sie damit nicht belasten. Aber wenn an deiner Vorahnung doch etwas dran ist, dann würde sie vielleicht mehr auf sich aufpassen. Meinst du? Ich würde sie sagen, ganz behutsam, ohne sie aufzuregen. Sie würde sich aber trotzdem Sorgen machen und das will ich nicht. Vielleicht war es ja doch nur ein ganz normaler Albtraum. Und schön schauen, dass Sie immer dasselbe Loch treffen, damit es nicht so wild ausschaut. Mhm. Ja, das machen Sie doch schon richtig gut. Ich weiß nicht. Sagen Sie mal, Herr Sonnbichler, was wissen Sie eigentlich über Afrika? Afrika? Wie kommen Sie jetzt da drauf? Och, interessiert mich halt so. Im Salon? Stehen jede Menge Bücher. Was habt ihr denn da? Nix, nur. Ich hab Ihrem Mann gerade was vorbeigebracht, was einer der Gäste vergessen hat. Zeig mal. Wieso? Ich möchte mal wissen, was die Gäste so liegen lassen. Willika, sei halt nicht so neugierig. Ich glaube, das ist Nähzeug. Mei. Alfons. Also, dass du mich beschwindelt hast. Das ist nun kein Scheidungsgrund, aber dass du wegen so einer Lappalie die Emma zum Lügen anstiftest. Das, das war doch so überhaupt nicht gedacht. Du bist doch nur ein Mann. Warum sollst du also nähen können? Hm? Ich verlange ja auch nicht vom Löwen, dass er Gras frisst. Seit wir verheiratet sind, nähe ich dir die Knöpfe an. Lass es doch dabei bleiben. Hm? Ach, Hildegard. So, Sie beide trinken jetzt direkt mal ein Gläschen Champagner mit mir. Das muss doch einen Anlass haben. Ja, aber da kommen Sie im Leben nicht drauf. Ich werde Vater. Nee. Das ist ja ein Ding. Mein Gott, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wahnsinn. Also, auf den Bergmeister Junior. Ja, auf dass alles gut geht. Dankeschön. Guten Morgen. Ja, so früh schon unterwegs? Ja, normalerweise jogge ich um diese Uhrzeit, aber heute war ich einfach zu faul. Bisher habe ich auch viel Sport gemacht. Aber das werde ich bis zur Geburt natürlich einschränken müssen. Wie fühlen Sie sich denn? Alles in Ordnung? Mhm. Ich habe erste Ultraschallbilder. Wollen Sie sie sehen? Ja, gern. Ich sehe da nur einen Punkt. Mehr ist es im Moment auch nicht. Und wann weiß man, ob es ein Junge oder Mädchen wird? Ach, das dauert noch. Aber mir ist egal, was es wird. Hauptsache, das Kind ist gesund. In der Medizin gibt es ja zum Glück genug Möglichkeiten, um herauszufinden, ob alles in Ordnung ist. In einem Monat ist meine nächste Routineuntersuchung. In einem Monat? So lange wollen Sie warten? Ich vertraue meiner Ärztin. Wie sagt man so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
gehöre schließlich zu keiner Risikogruppe. Das heißt noch lange nichts. Gibt es einen bestimmten Grund für Ihre Skepsis? Ja, nein, ich wäre wahrscheinlich einfach nur vorsichtiger und würde noch mehr Untersuchungen vornehmen lassen. Hm? Ich mache mich da nicht verrückt. Ich bin gesund, also gibt es keinen Anlass zur Besorgnis. Trotzdem, es kann ja nicht schaden, noch eine weitere Meinung von einem zweiten Frauenarzt einzuholen. Nur um sicher zu gehen. Schönen Tag noch. Frau Marquardt, manchmal könnte ich sie. Gab es Ärger? Diese Person ist ein einziges Ärgernis. Ich kann mir vorstellen, warum du nicht gut auf sie zu sprechen bist. Ach ja? Sie hat sich darüber informiert, dass es nicht günstig wäre, wenn unser Chefkoch jetzt Urlaub nimmt, richtig? Ja, tut mir leid für dich, dass ein romantischer Afrika-Trip ins Wasser fällt. Jetzt tu doch nicht so scheinheilig. Nun lass doch deine Wut nicht an mir aus. Vater eben ein anderes Mal. Es wären nur ein paar Tage gewesen. Ich muss Frau Marquardt leider zustimmen. Auch ich halte es für besser, wenn André vor Ort ist, wenn der Journalist kommt. Dass ausgerechnet du darauf bestehst, dass André hier bleibt, wo du ihn gestern noch feuern wolltest, das ist geradezu grotesk. Charlotte, darf ich dich daran erinnern, dass du es warst, die seine Entlassung verhindert hat? Also kann er auch etwas tun für sein Geld und für gute Presse sorgen. Ach, jetzt verkauf mich doch nicht für dumm. Durch Andrés Schuld haben wir das Golfturnier verloren, das uns eine Menge Geld eingebracht hätte. Also ist es nur recht und billig, dass er zur Abwechslung mal etwas für den guten Ruf des Hotels tut. Und komm du bitte nicht auf die Idee, Samir wieder auf deine Seite zu ziehen. Wir können es uns nicht leisten, durch private Vergnügungen unser Renommee zu verlieren. Vielleicht solltest du Frau Schneider doch von deinem Traum erzählen. Ich habe dir doch schon heute Morgen gesagt, dass ich das für keine so gute Idee halte. Ja, aber so hätte sie wenigstens die Möglichkeit zu reagieren. Was soll sie denn machen? Keine Ahnung. Aber wenn sie wüsste, dass ihrem Kind was zustoßen könnte, dann ist sie vorsichtiger. Wenn etwas vorherbestimmt ist, dann kannst du nichts dagegen machen. Samir, durch deine Träume hast du eine gewisse Verantwortung, ob du es nun willst oder nicht. Ja, vielleicht sollte ich gerade deshalb nichts sagen. Außerdem ist ja auch nicht jeder meiner Träume wahr geworden. Ich würde sie damit nur unnötig beunruhigen. Überleg's dir nochmal. Nicht, dass du dir hinterher Vorwürfe machst, weil du Jana Schneider nicht eingeweiht hast und ihrem Kind was passiert. Was ist mit meinem Kind? Ich muss ins Büro. In was müssen Sie mich einweihen? Du kümmerst dich um die glasierten Zwiebeln und du um den Ananasminzschaum. Kann ich dich kurz sprechen? Deinem Gesicht nach zu urteilen, gibt es schlechte Nachrichten. Unser Plan, gemeinsam nach Afrika zu fliegen, war wohl doch etwas zu kurzfristig. Wieso bekommst du keine Flüge? Doch, aber du keinen Urlaub. Unsere eifrige Frau Marquardt hat herausgefunden, dass ein Gourmet-Magazin einen Bericht über uns machen will. Wann? In den nächsten Tagen. Und da hat die Geschäftsführung beschlossen, dass es besser ist, wenn der Chefkoch hier bleibt. Dass die Marquardt mit meinen Reiseplänen nicht einverstanden ist, war klar. Sie ist also immer noch verliebt in dich. Aber wir lassen uns unsere Reisepläne nicht verderben. Wir warten, bis der Journalist wieder weg ist und fliegen dann. Das wird leider nicht gehen. Die Zeit drängt. Aber wieso? Dort, wo Elisabeth eine Schule bauen wollte, soll ganz überraschend ein Hotelkomplex entstehen. Also haben die Beamten sich bestechen lassen? Wir müssen schnell handeln. Sonst fangen die dort tatsächlich zu bauen an. Ja, aber warum kann deine Schwester das nicht regeln? Weil ich die besseren Beziehungen zu den Behörden in Tansania habe. Ich habe eine Idee, wie du deine Beziehungen zu einem gewissen Chefkoch verbessern könntest. Tust du mir einen Gefallen? Jeden. Streitest du nicht mit Werner, während ich weg bin? Ich verspreche dir es, dir zuliebe.
sie mal so geträumt, dass meinem Kind was passiert? Nicht direkt, ich habe nur eine leere Wiege gesehen. Aber das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Wissen Sie, die meisten meiner Träume, die bewahrheiten sich auch gar nicht. Ich kann mir schon vorstellen, warum Sie eine leere Wiege gesehen haben. Sie wünschen sich, dass ich das Kind überhaupt nicht bekomme. Doch, das schwöre ich. Von wegen, Sie sind über Gregor hinweg. Sie haben doch mit der Sache noch längst nicht abgeschlossen. Sie hängen noch zu sehr an ihm und wollen deswegen nicht, dass ich mit ihm glücklich werde. Das stimmt nicht. Ich gönne Ihnen Ihr Glück mit Gregor von ganzem Herzen. Genau deshalb wollte ich Ihnen noch nichts von dem Traum erzählen. Ich wollte Sie nicht unnötig beunruhigen. Bitte glauben Sie mir, ich liebe Simon. Ich will Gregor nicht zurück. Wirklich? Was den Traum anbelangt. Seien Sie ehrlich. Haben Sie das Gefühl, dass er wahr wird? Ich hoffe nicht. Wissen Sie was? Passen Sie einfach gut auf sich und Ihr Baby auf. Also es ist noch gar nicht so lange her, da hätte ich gewettet, dass der Bergmeister wieder mit Samia zusammenkommt. Jetzt gründet er eine Familie mit Jana Schneider. Ja, wie sagt unser Herr Pfarrer immer so schön, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja. Du, und wer weiß, vielleicht überrascht uns ja die Samia auch bald mit so einer Nachricht. So ein Baby wäre schon noch mal was Schönes. Lennart, meinst du nicht, dass wir da schon ein bisschen zu alt sind dafür? Mei. Ich meine doch als Großeltern. Ja, ja. Aber wir haben doch eine Enkelin. Die kleine Hanna entwickelt sich prächtig. Ja, aber von der haben wir doch gar nichts. Und außerdem ist Alexander dein Sohn. Und du meinst, weil du nicht seine Mutter bist, wärst du auch keine richtige Oma. Das ist doch ein Schmarrn. Die Hanna ist genauso deine Enkelin wie meine. Trotzdem. Ja, ich weiß, du hättest gern von der Marie Nachwuchs. Ja, alt genug ist sie ja schließlich. Ja, aber soweit ich weiß, hat sie ja nicht einmal einen festen Freund, oder? Marie war immer schon zu wählerisch. Du, aber vielleicht geht es ja ganz schnell. So wie beim Herrn Doktor. Ich meine, das kam ja wirklich ziemlich überraschend, oder? Hast du gewusst, dass Tansania das wildreichste Land der Erde ist? Echt? Mhm. Wirst du jetzt zur Afrika-Spezialistin werden, um bei deinem Felix zu punkten? Klappe halten, okay? Danke. Will ich euch mal lieber alleine lassen? Bei eurem Thema kann ich sowieso nicht mitreden. Hallo. Grüß Sie. Auch gerade Pause? Ja. Oh, Sie. Ach, schön. Sie interessieren sich für Afrika. Total. Ist das nicht ein faszinierendes Land? Ich möchte unbedingt mal dahin reisen. Aber vorher muss ich Suaheli lernen. Hakuna Matata. Wie bitte? Das ist Suaheli und heißt so viel wie kein Problem. Toll. Hat Ihnen das Ihre Mutter beigebracht? Ja, aber ich kann leider nur ein paar Brocken. Was können Sie mir denn beibringen? Wussten Sie, dass Professor Jimmick am Rande des Ngorongoro-Kraters begraben wurde? Ich hatte keine Ahnung. Und ich hatte keine Ahnung, dass es diesen Krater überhaupt gibt. Wussten Sie, dass dort die weißen Tiger wohnen? Aha. Es gibt überhaupt keine Tiger in Afrika. Stimmt. Tut mir leid. Hakuna Matata. Seit wann sind Sie Afrika-Fan? Seit heute. Mhm. Das heißt, Ihr plötzliches Interesse hat nicht zufällig was mit meiner Mutter zu tun? Nein. Ein kleines bisschen vielleicht. Ihre Mutter hat mich auf die Idee gebracht. Ich weiß einfach viel zu wenig über diesen Kontinent. Reden Sie mit Samia. Sie hat jahrelang in Uganda gelebt. Kann Ihnen sicherlich viel erzählen. Es
Ist bestimmt ziemlich gefährlich, dahin zu reisen. Man hört immer von so Entführungen. Und ich glaube, man muss sich auch ganz viel impfen lassen, wegen der tropischen Krankheiten und so. Ehrlich gesagt, habe ich mich nicht wirklich damit beschäftigt. Ich habe nicht vor, dahin zu reisen. Aber wenn Sie Ihren Urlaub da verbringen möchten, dann stelle ich Ihnen gerne Kontakt zu meiner Mutter her. Hallo. Hallo. Habt ihr was mitgebracht? Eine Vitaminmaschine. Ist das unser Baby? Wahnsinn. Dass aus so einem kleinen Punkt mal ein richtiger Mensch wird. Ist alles okay? Ich muss die ganze Zeit an Samia denken. Wieso? Ich habe sie vorhin getroffen. Du musst dir wirklich keine Gedanken machen. Das mit Samia ist endgültig vorbei. Okay? Jana, bitte glaub mir. Uns bringt nichts mehr auseinander. Wir bekommen ein Baby. Samia ist Vergangenheit. Du weißt schon, dass ihre Träume manchmal wahr werden. Wie kommst du jetzt darauf? Letzte Nacht, da hat sie geträumt, dass unserem Kind was passiert. Jetzt mach dich nicht verrückt, nur weil mal einer ihrer Träume wahr wurde. Das bedeutet doch nichts, das war Zufall. Wir bekommen ein gesundes Kind, Jana. Da bin ich ganz sicher. Mal ihr Gesicht sehen sollen. Sie war völlig geschockt. Jetzt hör auf, dich verrückt zu machen. Es war richtig, ihr die Wahrheit zu sagen. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Vielleicht ist sie dir ja dankbar, dass du sie gewarnt hast. Wohl eher das Gegenteil. Sie glaubt, dass ich ihr das Glück mit Gregor nicht gönne. Sie wird sich wieder beruhigen. Wieso habe ich nicht einfach irgendeine Geschichte erzählt? Die hätte sie dir nicht geglaubt. Du kannst sie mich nicht lügen. Ich hatte einfach nicht das Recht, ihr die Vorfreude auf das Baby zu nehmen. Das geht einfach nicht. Samia, du kannst es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Gregor wird mich dafür hassen. Wird er nicht. Gregor kennt dich. Und er weiß, dass du niemand schaden wolltest. Du machst dir Sorgen und das wird er verstehen. Wieso muss ausgerechnet ich Dinge träumen, die wahr werden? Das ist wie ein Fluch. Oder wie ein Segen. Du kannst andere Leute vor Schaden bewahren. Schau mal, hätte Lars damals auf dich gehört, dann würde er vielleicht noch leben. Und wahrscheinlich hast du bei Frau Schneider verhindert, dass irgendwas Schlimmes passiert. Hast du alles dabei? Nichts vergessen? Nein. Die Malaria-Tabletten waren das Letzte, was ich gebraucht habe. Danke, dass du mich zur Apotheke begleitet hast. Also, wenn ich dich schon nicht zum Flughafen fahren darf, dann doch wenigstens noch ein bisschen spazieren gehen. Außerdem wollte ich dir den hier noch mitgeben. Ein Brief für Elisabeth. Ja, sag Mutter ganz liebe Grüße. Hast du eigentlich mal dran gedacht, sie zu besuchen? Ja, komischerweise gerade heute. Wieso gerade heute? Ach, Frau Strobel hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich eigentlich so gut wie gar nichts über Afrika weiß. Ihr scheint euch gut zu verstehen. Ja, sie versteht sich besser mit mir. Hat sie sich etwa in dich verliebt? Und du? Aber ihr habt euch trotzdem angefreundet. Das kann man so sagen, ja. Das ist schön, dass es Freundschaften am Fürstenhof gibt und nicht nur Feindseligkeiten. Ich mag gar nicht dran denken, André und Werner alleine herzulassen. Das sind zwei erwachsene Männer. Ja, das heißt nichts. Sie werden sich nie lieben, aber ein professionelles Miteinander werden sie wohl hinbekommen, oder? Ach, könntest du vielleicht ein Auge auf sie haben? Ich? Bitte, Felix. Ich weiß nicht, wen ich sonst fragen sollte. Mach ich. Danke.
der Küche haben sie mir gesagt, dass du hier bist. Ich muss gleich wieder runter. Also, ich hatte den Eindruck, deine Mitarbeiter haben alles bestens im Griff. Außerdem werden wir bestimmt nicht von deiner lästigen Gespielin gestört. Die ist nämlich auf dem Weg zum Flughafen. Die Sache mit dem Gourmet-Magazin hast du dir doch einfallen lassen, oder? Ja, das Magazin gibt's wirklich. Nur das mit dem Journalisten, der zum Fürstenhof kommt, das stimmt nicht. Und wie willst du erklären, wenn der Artikel dann nicht erscheint? Naja, der war eben verhindert und kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Dir ist doch wohl hoffentlich klar, dass es für unseren Plan besser gewesen wäre, wenn ich mit nach Afrika fliegen würde. Mag sein, aber für meinen Plan ist es eindeutig besser, wenn ich ein paar Tage ungestört mit meinem Mann verbringen kann. Sag mal, bist du noch zu retten? Was hast du dir dabei gedacht, Jana dermaßen in Angst und Schrecken zu versetzen? Das wollte Kannst du dir auch nur annähernd vorstellen, wie sie sich jetzt fühlt? Entschuldige. Ganz abgesehen davon, dass ich mir jetzt natürlich auch die größten Sorgen mache. Jetzt setz dich doch bitte und lass uns in Ruhe reden. Samir, warum hast du diesen verdammten Traum nicht einfach für dich behalten? Das wollte ich. Jana, wenn es dein Ziel war, uns die Vorfreude auf das Kind kaputt zu machen, das hast du wunderbar geschafft. Gratuliere. Gregor, jetzt hör mir doch mal zu. Du bist eifersüchtig auf das Baby, stimmt's? Du erträgst es nicht, dass ich mit einer anderen Frau ein Kind bekomme. Du wirst dich ab sofort nicht mehr in mein Leben einmischen. Ist das klar? Samir, ich rate dir dringend, dich von meiner Familie fernzuhalten. Sonst kann ich für nichts garantieren. Ja, was sehe ich damit? Mai. In der Annahmestelle abgeben. Du hast dich mit Gregor gestritten. Er hat gesagt, dass ich mich von seiner Familie fernhalten soll. Die Frau liegt ihnen zu Füßen und sie behandeln sie wie den letzten Dreck. Ich würde Frau Marquardt nicht so anschauen. Ich würde alles für sie tun. Auf Händen tragen würde ich sie. Felix mag sie. Als Kollegin. Auch als Mensch. Meinen Sie, ich habe Chancen bei Ihnen? Ich habe meinen Geldbeutel verloren. Geld, Ausweise, IC-Karte, alles weg. Ach, hey. Haben Sie schon überall nachgefragt? Ja, natürlich. Aber nix. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Die Spielquittung von der Hildegard, ihrem Lotterieschein, ist auch drin.